Also so ganz verstanden habe ich das jetzt nicht, aber diese Spieluhr, die ich mal wieder ausschalte, weil sie einfach nervt, soll wohl magische Kräfte besitzen. Die irgendwelche Ketzer aufdecken kann? Ich weiß es nicht. Genau wie die mathematische Schönheit der Musik. Wir haben es zu oft im Einsatz gegen die verbotenen Riten gesehen, um das zu verleugnen. Aber die Frage, die niemand zu stellen wagt, ist die Beschwörung selbst schwarze Magie? Der Wert der Schachteln ist unermesslich. Aber was ist in ihrem Inneren? Herzilein weiß gerade auch nicht genau, wie wir am besten diesen Musikautomaten beschreiben sollen. Ich bin aus dem Text nicht ganz schlau geworden, aber ich hoffe mal, dass bezüglich der Armbrust. Okay. Den habe ich nicht gelesen, also habe ich auch noch nicht gelesen, als ich privat durchgespielt habe. Was heißt durchgespielt? Durchgespielt habe ich noch nicht, aber als ich privat gespielt habe. Siehst du, man findet hier immer was Neues, auch beim zweiten Mal spielen. So, da kommen wir natürlich jetzt nicht raus. Aber ich habe schon eine Ratten gesehen. Das heißt, ich werde hier mal nach einem Rattenloch gucken. Ach, guck mal an. Hier haben wir noch ganz viel Zeug rumliegen. Perfekt. Wie gesagt, es tut mir leid, ich lese es jetzt echt nicht vor, weil ich einfach den Spielfluss nicht total durcheinander bringen möchte. Ich sehe momentan kein Rattenloch. Ich gehe jetzt nochmal schnell hier überall durch. Ah, na perfekt. Komm her, Ratti, 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 Ratti. Falsche Richtung. Was stehst du auch mit dem Kopf da? Hat man dir nicht gesagt, dass wir hier rein wollen? Unmöglich, diese Ratten heutzutage. So, jetzt go, go, go. Was passiert eigentlich, wenn man hier wieder groß wird, so im Tunnel? Oh, ich ahne. Schreckliches, aber es hat geklappt. Und wieder hoch mit dir, wieder hoch mit dir, wieder hoch mit dir. Und wir sind wieder draußen. Okay, das letzte Artefakt ist da drüben. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Blut geleckt. Vielleicht kriegen wir das Artefakt ja noch, was dort drüben im Verborgenen liegt. Ja, ich schleiche mich nochmal hier über die großen Kanäle. Nein, ist nur ein kleiner Husten. Mir geht es gut. Mir geht es wirklich prima. Prima? Sieh dich an. Du hast die Seuche. Und du wolltest sie vor uns verbergen. Deinen Ordensbrüdern. War das dein Plan? Die Krankheit unter uns zu verbreiten? Nein, mein Freund. Ich sage doch. Mir geht es gut. So gut wie nie. Legt eure Waffen nieder. Denkt doch mal nach, bevor ihr... Schwein. Er war krank. Sehr, sehr krank. So viel steht. Wobei, ich denke mal, es wäre vielleicht sogar die beste Lösung gewesen. Kommen wir von hier auf das Dächlein? Ja. Nein. So, Teleport erfolgreich eingesetzt, würde ich sagen.
Das sieht mir nicht so aus, als ob das dort aufgehen würde. Ich gucke nochmal auf die andere Seite. Okay, von hier aus kommt man prima wieder hoch. Der hat sich wohl ein bisschen länger schlafen gelegt. Ah, wir haben hier noch einen HP-Trank. Immer wieder gerne. Oh, aber jetzt werden wir dieses Szenario nicht mehr unnötig lange in die Länge ziehen. Unnötig lange in die Länge? Wir werden jetzt nochmal kurz angucken, was wir eigentlich bekommen haben. Ach, da oben. Nahrung bringt etwas mehr Gesundheit. Können wir erstmal anlegen, aber so Bombe sind die noch nicht, ne? Naja, aber wir können die auch wieder ablegen. So, ich glaube, wir haben jetzt eine Rune haben wir vergessen. Das ist eigentlich eine ganz gute Statistik. Gut, wir hätten vielleicht ein paar weniger Leute ermorden sollen. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Jetzt geht es erstmal heimwärts. Hey Corvo, ich bin Samuel. Hier bin ich. Ja, ich hab dich nicht vergessen, mein Freund. Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen, aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Bring mich zurück. Okay, los geht's. So, eliminierte Gegner. Ja, Naja. Naja, soll mir recht sein, das geht soweit. Wir hätten noch ein paar mehr Knochenartefakte sammeln müssen, aber das hätte das Ganze in die Länge gezogen. Fortsetzen und weiter geht's. Das müssen sehr lange Reisen sein. Und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Das finde ich sehr schön und auch irgendwie angebracht. Da sie ihre fetten Ärsche im Pub sitzen lassen, während wir hier auf Meucheltour gehen. Was ich sagen wollte, es scheint ja eine recht lange Reise zu sein, wenn wir morgens losfahren, abends ankommen und auf dem Rückweg es wieder morgens ist. Naja. Er lebt. Dank Ihnen, Corvo, danke. Mein Onkel ist ein guter Mensch. Eines Tages wird er es beweisen. Hier. Ich weiß, dass Sie aus Überzeugung gehandelt haben. Aber ich möchte Ihnen eine Belohnung geben. Ein Erbstück von einer meiner Tanten. Hab's Dank. Ich werde es gut aufbewahren. Was auch immer das jetzt war.